Hallo Freunde, ich habe Ihnen gemerkt, ihr steht jetzt ein bisschen auf meine Maschinenvideos. Ja, das ist irgendwie, das finde ich voll nice, weil das freut mich einfach, weil das ist toll, wenn Zuschauer solche Videos mega feiern. Ich bin ja eigentlich auch selber ein riesen Maschinenfan. Und ich finde es ja auch mega toll, dass ihr eigentlich das feiert. Und ja, wenn ihr wollt, kann ich schon noch mehr solche Videos machen, also über Maschinen. Also könnt ihr auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und das finde ich auch toll, weil, ja, weil das ist nicht selbstverständlich. Also wenn ihr wisst, was ich meine. Das finde ich auch saumäßig geil. Also, wenn ihr wollt, dass ich mehr Maschinenvideos mache, schreibt es mir in die Kommentare. Ich kann selber, also von mir aus, Fotos machen. Und also ich kann selber mache ich mega viele Fotos von Maschinen, wenn es geht. Auch probiere ich auch mega viele Videos sonst machen über Maschinen. Ich kann auch übers Internet ein paar Maschinen runterholen, also herunterladen besser gesagt, und darüber erzählen, was ich weiß. Also ihr könnt mir sehr gern das alles in die Beschreibung, in die Kommentaren schreiben, Entschuldigung. Und ja, ihr müsst es mir nur mal sagen, weil ich finde das toll, wenn ihr so. Also, wenn ihr das toll findet, das freut mich einfach. Also, schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde schauen, was ich machen kann. Und ja, es freut mich einfach. Weil das ist einfach super nice. Also, wenn ihr mehr über Traktoren und Maschinen wissen wollt, kann ich auch irgendwie probieren einen Challenge zu machen, also einen extra Ordner oder auf diesen Ordner ein paar Maschinen also euch zu vorzustellen, euch sagen, um was es geht. Ich probiere auch die Baumarke herauszufinden, welchen Jahrgang dass sie gebaut worden sind, wie viel PS, also bei Traktoren, egal was. Ich probiere das, wenn ich kann. Ihr könnt es mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr es wollt oder nicht. Ja, und ihr könnt mich auch sehr gerne auch noch fragen, wenn ihr wollt. Ich kann euch nicht garantieren, dass ich immer eine Antwort auf diese Maschinen habe. Vielleicht google ich es auch nach. Und ja, ihr könnt mir sehr gerne sagen, da wenn ich aber so mehr solche Maschinenfotos soll machen. Ich kann auch jeden anderen Traktor vorstellen, also Claas, Case, Deutz, New Holland, Fendt, John Deere, die alten Fiat. Ich kann auch über, also mein, Entschuldigung, wie heißt jetzt dieser Traktor schon wieder? Mercedes-Benz Traktor. Über die Q-Robber K700A erzählen. Ich kann so gut wie es geht, kann ich euch das so weit wie es geht vermitteln. Also auch Bucher, auch die anderen Traktoren, alles. Ihr könnt mir das sehr gerne in die Kommentare schreiben. Dann schaue ich, was ich machen kann. Und ja, also ich bin einfach, so von mir persönlich gesagt, ein Riesenfan. Also wie das jetzt bei der Agrama, also was ich gemacht habe, da könnt ihr auch mal vorbeischauen und sonst. Also wenn ihr wollt, kann ich solche Challenge starten. Ja. Ja, und ich bedanke mich auch, dass ihr das Video bis jetzt angeschaut habt. Ja, ihr könnt mich, also wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben bitte. Ihr könnt mir auch sehr gerne noch in die Kommentare schreiben, wenn ihr das gefunden habt, wenn ihr wollt. Ihr könnt mich abonnieren.
Folgt mir auf Twitter. Ja. Und dann schaut auch bei unserem gemeinsamen Kanal vorbei, bei mir und Marco. Schaut bei Marco Bühler noch vorbei. Und ja, bei meiner Schwester Deborah Weidmann. Ja, also Freunde, bis dann. Hoffentlich mache ich weiter mit, also ich mache etwas weiter mit YouTube. Und schreibt mir in die Kommentare. Ciao, Freunde.